Einen wunderschönen guten Morgen. Da kommt mal alle rein. Heute geht es um ein spannendes Thema, wie du dir deine eigenen Regeln erstellst. Das ist mir gerade in den letzten Tagen bewusster denn je geworden. Da erzähle ich dir gleich noch ein bisschen was dazu. Wann bist du hier überhaupt richtig? Wenn du weißt, dass du nicht das Leben lebst, das zu dir und zu deiner Seelenaufgabe passt. Und wenn du wissen willst, wie du gerade jetzt in der jetzigen Zeit viel glücklicher sein kannst, deiner Freude nachgehen kannst, viel mehr Freude und Leichtigkeit überhaupt in dein Leben lassen kannst. Und auch wenn du ständig etwas Neues ausprobiert oder ausprobiert hast bis eben. Sei es Aufstellungen, Persönlichkeitscoaching, Ahnenaufstellungen, doch nichts fühlt sich danach wirklich so richtig stimmig, passend, perfekt an. Und wenn du tiefer in deinen Plan eintauchen möchtest, um ganz dich selbst zu leben und deine Mission hier auf Erden zu erfüllen, mit anderen Worten, wie ich es auch immer gerne sage, wenn du die Essenz deiner selbst leben möchtest, finden möchtest und dein volles Potenzial, deine volle PS auf die Straße bringen möchtest. Ne? Wenn dein Körper dir vielleicht auch schon Disharmonien schickt, in Form von Krankheitssymptomen unterschiedlichster Art und Weise, könnte ich dir jetzt so eine ganze Latte aufzählen, wie das bei mir früher der Fall war, dann bist du hier auch richtig. Ja? Und für die Neuen, die ganz neu hier sind, wir haben ja die Woche wieder ganz, ganz wunderbare Menschen hier in unserer Erfolgscommunity begrüßen dürfen. Mein Name ist Irmgard Anna Bonder und ich bin seit über 16 Jahren jetzt auf diesem Weg hier und helfe in erster Linie Frauen dabei, mit Hilfe ihres Seelenplans das Hamsterrad zu verlassen und selbstbestimmt viel mehr Freude, Leichtigkeit, Spaß und Geld im Leben zu haben. Dazu habe ich unter anderem diese Gruppe hier, diese Erfolgscommunity hier gegründet. Und ja, natürlich gibt es auch Mentoring-Programme, wo wir ganz individuell mit dir gemeinsam deinen Seelenplan erarbeiten, deine Lebensaufgabe erkennen und wie du daraus dann eben auch deinen Seelenberuf erschaffen kannst. Und wir haben hier auch einige die Woche hinzubekommen, die genauso wie ich aus dem öffentlichen Dienst kommen. Ich habe 30 Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet. Ich war die erste Zeit wirklich sehr, sehr stolz auf diese Stelle, weil es haben sich einige hundert Frauen damals beworben. Ich war die quasi Auserwählte und war auch happy mit dem Einkommen, das ich hatte. Das war schon in einer etwas höheren für meine Verhältnisse Verdienstkategorie. Aber ich fühlte mich einfach zunehmend unglücklich und fehl am Platz, fühlte mich manchmal wie so ein Alien und wollte da einfach raus. Und mit dem Erkennen des Seelenplanes, der Lebensaufgabe und daraus dann noch den Seelenberuf zu kreieren, das hat einfach alles verändert. Für mich, für die Familie, sodass wir heute wirklich ein freies Leben führen. Und es hat, wer hätte das gedacht, gerade in der jetzigen Zeit wirklich eine ganz besondere Bedeutung, ein freies Leben zu führen. Das wird mir immer mehr und mehr bewusster. Und dabei, ja, würde ich dich auch gerne unterstützen, wenn du es denn möchtest. Weil letzten Endes, ich kann dir hier nur Impulse schenken, ich kann hier nur versuchen, dich wach zu rütteln. Aber die Wahl, es wirklich zu tun, die Wahl, wirklich Dinge anders zu machen, anders zu denken, dir deine eigene Lebenswirklichkeit wirklich zu erschaffen. Ich spreche da auch immer gerne von so einer Pippi-Langstrumpf-Mentalität. Ich erschaffe mir meine Welt so, wie sie mir gefällt. Und das geht. Das ging früher und das geht jetzt auch, weil das sind Naturgesetze. Den können wir uns nicht entziehen. Jeder von uns erschafft sich seine Lebenswirklichkeit. Auch jetzt. Und ich bin heute Morgen, als ich ins Internet bin, nochmal über so eine Headline gestoßen. Ich lese ja dann immer nur, also das heißt, ich lese das noch nicht mal bewusst, aber wenn ich mich auf ein E-Mail-Konto einlogge, das dauert halt einen Moment und dann liest man Dinge, ob man es will oder nicht und nimmt es auf.
was gerade in einem Land ganz, ganz schlimm ist aufgrund der jetzigen Situation. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, weil ich diesen Dingen gar keine Energie schenken möchte. Ich will das nur als Aufhänger mal nehmen. Für dich zu deiner Rückenstärkung gleich schon mal eingehend als Impuls, wie wir uns unsere Lebenswirklichkeit selbst erschaffen und wie sehr wir uns aber davon leiten lassen, Dinge im Außen zu glauben, in unseren süßen Kopf aufzunehmen und zu denken, wow, da passieren ja gerade ganz, ganz schreckliche Sachen in diesem Land. Weil die Wahrheit ist, und es geht jetzt nicht darum, kämpferisch unterwegs zu sein oder die Augen zu verschließen vor irgendwelchen Dingen, sondern es geht darum, dass du dir mal erlaubst, darüber klar zu werden, wie willst du es selbst wirklich haben? Denn all die Geschichten und Gedanken, die du bis eben gedacht hast, wie etwas gerade ist, dass etwas nicht geht, dass etwas nicht funktioniert, dass es jetzt schwierig ist und. Wie sage ich das am besten? Damit redest du dir letzten Endes oder hältst Dinge für wahr, hältst Dinge für wahr, die gar nicht wirklich deiner eigenen Lebenswirklichkeit, so wie du sie haben möchtest, entsprechen. Und da ist es natürlich sehr, sehr hilfreich, bei allem, was du da draußen liest, in der Presse, Printmedien, Fernsehen oder welche Medien du da auch immer nutzt, bewusst oder unbewusst, alles wirklich mal zu hinterfragen. Ohne jetzt politisch zu werden, das liegt mir fern, weil ich bin ein Freund davon, mir meine Lebenswirklichkeit zu erschaffen und das möchtest du ja auch, deshalb bist du ja auch hier. Und zu fragen, wie will ich selbst es wirklich? Und das hat dann nichts mit Kampf zu tun, das hat auch nichts mit Demonstrationen zu tun oder mit gegen etwas zu sein, sondern wofür stehst du, wie willst du es haben? Das heißt, die Aufmerksamkeit auf dich zu lenken, wie du es haben möchtest. Und dann mal zwei Beispiele. In Deutschland war ja gestern so Tag der Arbeit, war früher so der Tag mit vielen Maiwanderungen und sowas. Ich weiß ja nicht, wie es in Deutschland jetzt gerade ist. Ist ja auch wurscht, ist ja auch egal. Und hier auf Zypern war Ostern oder ist Ostern. Heute haben wir quasi hier Ostersonntag. Und wenn man Medien glaubt, was mir so zugetragen wurde, ist hier auf Zypern wohl gerade auch so. Ja, ich sag mal, Land unter aufgrund der besonderen Situation. Wenn man jetzt aber hier ist und so sich seine eigene Lebenswirklichkeit erschaffen hat, und das ist das, was du immer auf deinem, du kannst dir dein Leben wie eine Leinwand vorstellen, was du da drauf projizierst, das siehst du auch. Hier war gestern Karsamstag quasi, also in Deutschland, der Samstag vor Ostern ist Karsamstag. Ich bin katholisch erzogen worden, deshalb weiß ich das noch, auch wenn ich inzwischen keiner Kirche mehr angehöre. Da war gestern, also tatsächlich, oder heute Nacht vielmehr, da war Osterfeuer wie ein riesengroßes Martinsfeuer, wenn du sowas kennst von St. Martin. Da war Feuerwerk, da waren ganz viele Böller, da war ein Riesen, in der katholischen Kirche würde man das als Mette bezeichnen. Wie man das hier in der orthodoxen Kirche bezeichnet, weiß ich nicht. Aber hier ist es auch anscheinend so, dass dann, also diese Kirche gestern, die hat bestimmt 3 Stunden gedauert. Hier kommt man wohl einfach rein, da beginnt diese Zeremonie nicht punktum, sondern das zieht sich dann so durch. Um Mitternacht ist dann in der Kirche das Licht ausgegangen und Kerzen sind angezündet worden und einer hat. Da gibt es Osterkerzen. Einer hat das Licht an seinen Nachbarn und so weiter weitergegeben. Also das war eine sehr, sehr berührende Zeremonie.
Solche Zeremonien mache ich gerne und habe sie früher vor allem auch verstärkt gemacht, als ich noch physisch vor Ort Seminare gemacht habe, dass jeder so sein eigenes inneres Licht, um jetzt von der religiösen Behaftung mal wegzukommen, sein eigenes inneres Licht an den Nächsten weitergegeben hat. So, und das war ein Riesenfest hier. Und man hätte den Eindruck haben können, oder man hatte auch den Eindruck, es ist alles ganz normal. So, das ist das, was meine Welt hier gerade ist. Und ich bringe dir noch ein anderes Beispiel, jetzt mal unabhängig von der besonderen Zeit, die wir gerade haben. Hallo Imke, guten Morgen. Diese besondere Zeitqualität, die wir gerade haben, unabhängig davon, war das letztes Jahr oder war das dieses Jahr? Weiß ich schon gar nicht mehr. Egal, nee, es muss dieses Jahr gewesen sein. Gab es hier ein Erdbeben? Und da habe ich am nächsten Tag tatsächlich gedacht, jetzt google ich mal Erdbeben Zypern. Das habe ich als Headline gefunden: Erdbeben auf Zypern. Parlament unterbrach die Sitzung. Menschen rannten in Panik auf die Straße. Und keine Ahnung was. Ich habe dann aufgehört zu lesen. Unsere Lebenswirklichkeit hier war, zu der Zeit war auch unsere Tochter hier. Wir haben gemerkt, da ist anscheinend ein Erdbeben, haben kurz mit den Nachbarn, die sind Griechen, uns unterhalten, die haben geschaut, ob die Nachrichten irgendwas melden, weil wir können ja kein Griechisch. Da war nichts Besonderes und wir haben dann gesagt, okay, ist sowieso Päuschen angesagt, wir waren alle irgendwie am Wirken, man könnte es auch Arbeiten nennen, ich nenne das lieber Wirken, wenn du deine Lebensaufgabe hast, deinen Seelenplan kennst. Das ist unter dem Begriff Selbstverwirklichung zu sehen, dann arbeitest du nicht mehr, dann wirkst du. Und haben gedacht, okay, ist mal gerade ein Päuschen angesagt, haben uns ins Auto dann gesetzt und sind hier in so einem großen Salzsee mit einer großen Moschee hier in der Nähe, sind dorthin gefahren und haben dort eine Runde gedreht. Andere waren auch unterwegs, also alles ganz normal. Warum erzähle ich dir das? Um einfach dir mal die Augen zu öffnen. Das ist unsere Lebenswirklichkeit hier. Und dann ist es unabhängig, ob ich jetzt in Zypern bin oder in Deutschland oder sonst irgendwo. Wir selbst, auch du, erschaffen sich die eigene Lebenswirklichkeit immer selbst. Nichts und niemand anderes. Und schau mal, es steht doch morgens niemand an deinem Bett oder bei dir in der Küche und hält dir im übertragenen Sinne die Pistole an den Kopf und sagt, du musst das jetzt glauben und du musst das so und so jetzt machen. Das sind alles Geschichten, die wir uns erzählen, die der Denker uns erzählt und es gilt nicht, den Denker auszuschalten, sondern den Denker, unseren Verstand als Diener einzusetzen, wie der Volksmund es schon sagt. Der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Und da würde ich dich gerne mal dazu einladen, nochmal dir die Frage zu stellen, wie will ich selbst es wirklich haben? Weil, nochmal, dein Leben im Außen, ganz egal in welcher Situation du gerade bist, ganz egal in welchem Land du dich gerade aufhältst, dein Leben im Außen ist nichts anderes, ich gebe dir ein metaphorisches Bild dazu auf den Weg, als wie wenn du im Kino hockst und da vorne ist die Leinwand und du guckst dir einen Film an. So, das heißt, dieser Film da draußen, den du siehst, der ist in deinem Inneren entstanden, wie innen so außen. Alles, was du im Außen siehst, ist immer in deinem Inneren erstmal entstanden. So, wie hättest du es gerne denn im Außen? Wie hättest du gern denn dein Leben? Und all die Dinge, die dein Kopf dir jetzt vielleicht sagt, das geht doch nicht, weil und wie blauäugig muss man denn unterwegs sein, um sowas von sich zu geben oder was auch immer da in deinem Kopf gerade an be- und verurteilenden Gedanken, vielleicht auch mir gegenüber oder sonstigen Situationen gegenüber oder anderen Menschen gegenüber und oder auch dir selbst gegenüber. So. Es denkt, wie wäre es, wenn das alles gar nicht wahr wäre? Deshalb stell dir mal die Frage, will ich das jetzt glauben? Ist das wirklich meine Wahrheit?
Das sind Naturgesetze. Jeder von uns erschafft sich seine eigene Lebenswirklichkeit mit den Dingen, die wir glauben, mit den Gedanken, die wir aussenden. Gedanken sind nicht nichts. Gedanken sind eine Form von Energie, die wir aussenden. Und nach dem Gesetz, einem der Naturgesetze, Gleiches zieht Gleiches an, kommt davon, dockt das an. Du kannst das vorstellen, diese Gedanken wie so Energiebläschen, die du aussendest. Und zwar bewusst, unterbewusst und auch, Achtung, unbewusst. Als unbewusst kannst du es auch ansehen. Das sind so diese blinden Flecken, die wir haben. Und die, an die ranzukommen, das gelingt einfach nur ganz ehrlich, wenn du einen Mentor an deiner Seite hast, der dir hilft, diese aufzudecken, damit diese blinden Flecken tatsächlich auch durchleuchtet werden, im wahrsten Sinne des Wortes, das Licht ins Dunkel kommt und dass du auch da auf der unbewussten Ebene dir diese Dinge bewusst machst, um dann bewusst tatsächlich das ans Universum auszusenden, wie du es wirklich haben möchtest. Und dann sind wir bei dem Thema, bei dem heutigen Sonntags Live, wie du dir jetzt deine eigenen neuen Regeln erstellst. Ja, wie du dir jetzt deine eigenen neuen Regeln erstellst. Ich habe so ein schönes Zitat, das fällt mir gerade ein, heute Morgen gelesen. Das lese ich dir mal gerade vor. Kein Mensch, keine Macht in der äußeren Welt ist mit der Kraft zu vergleichen, die du in dir trägst. Kein Mensch, keine Macht in der äußeren Welt ist mit der Kraft zu vergleichen, die du in dir trägst. Such nach deiner inneren Kraft. Sie kennt den perfekten Weg. Das heißt, es ist alles, alles, alles in dir drin. Jeder von uns ist ein Teil dieses großen Ganzen. Und durch jeden von uns durchströmt, wenn du so willst, so ausgedrückt, eine kosmische Energie von unendlichem Ausmaß. Also auch dich durchströmt diese kosmische Energie von einem unendlich großen Ausmaß ständig. Und wie sehr könntest du eine neue Projektion auf deine Leinwand, auf deine Lebenswirklichkeit bringen, sprich dein Leben verändern, wenn du jetzt eine neue Wahl treffen würdest? Wenn du jetzt eine Wahl dahingehend treffen würdest, wie will ich es selbst wirklich haben und deine eigenen Regeln erschaffst, ohne gegen anderes zu sein, ohne anderes zu ver- oder beurteilen, ohne Kampf gegen etwas zu sein, zu demonstrieren, bedeutet immer Kampf. Und jetzt stellen wir uns mal vor, jeder, nur jeder, der hier in der Gruppe ist, wir sind fast 4000 Menschen hier in der Gruppe, nur jeder hier aus unserer wunderbaren Gruppe, unserer wunderbaren Erfolgscommunity, würde jetzt die Wahl treffen, wirklich bei sich selbst anzukommen, diese innere Kraft, das eigene Potenzial, wie auch immer du das nennen möchtest, leben würde. Was für ein, darf man das sagen? Virus würde das wohl verbreiten. Was würden wir da wohl an Lichtern, an Kerzen, egal was für einen Kalendertag wir haben, anzünden? Was würde das wohl alles verändern? Was würde das wohl alles verändern, wenn du dir jetzt erlauben würdest, wirklich deine eigene Lebenswirklichkeit zu erschaffen und auch deinen Seelenplan, deine Lebensaufgabe zu erkennen, deinen Seelenplan zu entdecken und dir daraus wirklich ein freies Leben zu bestimmen, zu kreieren, selbstbestimmt zu leben, dem Ruf deiner Seele zu folgen, dir das zu erlauben. Es ist alles, alles in dir angelegt. Jeder von uns ist auf dem gleichen Weg hierher gekommen. Mit einer Botschaft, mit so einem unsichtbaren Rucksack, mit einer Botschaft, die trägst du in dir, die gilt es nur zu entdecken. Und bei der Gelegenheit hast du dich schon mal gefragt,
Orthodoxe Kirche. Moment. So, ich dachte, da die Messe heute Nacht bis 1 Uhr etwa ging, heute Morgen ist nichts, aber anscheinend die Glocken läuten. So, wo war ich stehen geblieben? Die orthodoxe Kirche, die hat mich jetzt aus dem Konzept gebracht. Nee, nicht aus dem Konzept gebracht. Was wollte ich sagen? Egal. Danke, Anna, für die Herzlein. So. Noch etwas zum Verstand, zu unserem Denker. Der Denker, der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. In unseren Kulturen hier, in unserer Kultur, sind wir so, ja, erzogen worden, die Dinge nur zu glauben, die wir mit dem bloßen Auge sehen, auch wenn wir instinktiv spüren, da ist viel mehr als das, was wir mit dem bloßen Auge sehen. Und glauben nur die Dinge oder sind dazu geneigt, ich spreche auch von meinem früheren Leben, nur die Dinge zu glauben, die wir einfach auch mit dem bloßen Auge sehen. Dabei wissen wir, dabei weißt du, dass es da viel, viel mehr, das zitiere ich Shakespeare, gibt zwischen Himmel und Erde, als das, was unser Verstand für möglich hält, als unsere Schulweisheit, um es mit Shakespeare auszudrücken, uns glauben lässt. Und wir brauchen unseren Verstand, wir brauchen unseren Denker. Es ist wunderbar, dass wir den haben. Nur es gilt. Wie wäre es, wenn ich dich dazu einladen darf, die Erkenntnis? Erkenntnis jetzt zu haben, dir zu erlauben und es auch wirklich zu wählen, dass du nichts und niemand anderes, weder irgendwelche Dinge im Außen noch dein süßer Denker, nenn ihn Verstand, die Regie in deinem Leben haben könnte. Es ist eine Wahl. Es ist eine Wahl. Es geht nicht darum, den Verstand auszumerzen. Den brauchen wir. Und er ist sowas von raffiniert und kreativ immer unterwegs. Es geht immer darum, es zu erkennen. Und wie wäre es, wenn du dir ein Spielchen daraus machen würdest, wie ich das manchmal auch mache, so ein Spielchen draus mache, so Versteckspiel mit meinem Verstand. Bring dir ein Beispiel. Als wir uns diese Wohnung hier angeschaut hatten, mein Kopf hat rebelliert, mein Verstand, mein Denker hat rebelliert und hat gesagt, als wir hier waren, muss das wirklich sein und, in der Größenordnung und so weiter. Ich habe auf mein Herz gelauscht, weil das gebe ich dir auch mal jetzt so zwischendrin mit auf den Weg. Lausch auf die ersten Impulse, die kommen. Erlaub dir, auf die ersten Impulse zu lauschen. Die kommen immer aus deinem Herzen, aus deinem höheren Selbst, von deiner Seele, wie auch immer du das nennen möchtest. Und mein Herz hat gesagt, ja, gibt es nichts zu überlegen, unterschreib hier gleich Mietvertrag, sag zu. Weil diese andere Wohnung, die wir hatten, da war relativ früh klar, dass ich gesagt habe, ja, ganz nett, ist es aber nicht langfristig. Und das waren auch immer meine Gedanken vom Verstand her in dieser anderen Wohnung. Und als wir dann in diese andere Wohnung zurückkamen, hat mein Verstand mir sofort erzählt, hat mich umschauen lassen, so mit meinem süßen Kopf. So schlimm ist es hier ja auch nicht. Mensch, guck mal, wie schön die Wohnung eigentlich ist, von der Aufteilung her. Wie schön der Balkon ist, wie schön der Pool ist. Der ist sogar noch ein bisschen größer als der andere. Da stehen auch schon Palmen am Pool, die sind größer. Aber bei dem anderen, da sind Pflanzen rundum, weil wir haben hier eine Dachterrasse mit dem Pool. Die Palmen, die hier gepflanzt sind, ist alles noch neu. Die sind noch nicht so groß und also solche interessanten Storys hat mein Verstand mir erzählt.
Hätte ich aber hier nicht der Maklerin sofort zugesagt und gesagt, ja, okay, weil es war eine Sache von einer Woche, wo wir umgezogen sind, oder 2 Wochen. Dann wäre ich in die andere Wohnung zurückgekommen, dann hätte mein Denker mir erzählt, nochmal umgeguckt, ah, du willst doch eigentlich hier weg. Das andere ist so eine schöne Wohnung, so ein schönes Haus mit Fitnessstudio, mit eigener Personaltrainerin, mit Kochservice und 110 Quadratmeter und Balkon um die ganze Wohnung und Terrasse und tralala. Dann hätte er mir das erzählt. So kreativ, mal als Beispiel für dich, ist unser Denker, unser Verstand immer unterwegs. Und es geht nicht darum, ihn auszuklammern, sondern es geht darum, ihn als Diener einzusetzen und mit ihm zu kommunizieren. Auf eine liebevolle Art und Weise, ihm aber nicht das abzukaufen und zu glauben, was er uns immer erzählt. Okay, ihr Lieben, wem hilft denn das? Ich schaue mal hier so ein bisschen in die Kommentare rein, was ihr mir da so geschrieben habt. Wer schenkt mir denn da ein weinendes Smiley? Wer hat denn da mit einem weinenden Smiley kommentiert? Hallo, liebe Nicole, guten Morgen, liebe Julia. Guten Morgen, schön, dass du auch dabei bist. Ja, so, jetzt kommen wir mal zu den Regeln und zu deinem Worksheet. Du kannst jetzt, fühl dich dazu eingeladen, wenn du das möchtest, wenn du mal jetzt so einen Grundstein legen möchtest, heute am 2. Mai, wie heißt das so schön, der Mai macht alles neu, mal ein Commitment mit dir selbst eingehen. Und das kannst du in deinem Worksheet, was da vorbereitet ist, so ein Lückentext, dir da gerne mal reinschreiben und immer und immer wieder lesen, anschauen, lesen, damit hier in unserem süßen Kopf, in deinem süßen Kopf sich neue synaptische Verbindungen auch setzen können. Verbindungen verbinden können im wahrsten Sinne des Wortes. Damit es dir gelingt, weil das ist unabdinglich. Du darfst beginnen, nicht nur der Herr, die Herrin in deinem Leben zu sein, deinen eigenen Thron in deinem Leben einzunehmen, sondern du darfst damit auch beginnen, deine eigenen Gedanken zu denken, deine eigenen Gefühle so. Du denkst sowieso naja, gut, okay, das nicht. Weil vieles, was du bis eben denkst, sind noch nicht mal deine eigenen Gedanken, weil du sehr feinfühlig, wahrnehmend und sensibel auch bist. Sonst hätte ich dich nicht in mein Universum gezogen. Deshalb viele deiner Gedanken, die du denkst, sind noch nicht mal deine eigenen. Aber die Gefühle, die du aufgrund deiner Gedanken auch denkst, du selbst bist die Schöpferin in deiner Lebenswirklichkeit, nichts und niemand anderes. Deshalb darfst du beginnen, und das ist anstrengend, wie Albert Einstein schon mal so schön gesagt hat, das Denken ist die schwerste Arbeit eigentlich, die es gibt. Daran scheitern auch so viele. Wirklich stabil und bewusst das zu denken, das dich in das Leben bringt, wo du wirklich hin möchtest. Raus aus Ohnmacht, raus aus Zweifel, raus aus Unsicherheit, raus aus Mangel und rein in die Leichtigkeit, in die Freude, in die Fülle, in das gesunde Leben, wie du es eigentlich gerne hättest. Und so darfst du beginnen, stabil deine eigenen Gedanken zu denken. Und daraus resultieren dann nochmal andere Gefühle. Daraus resultiert auch, dass du deine Glaubenssätze wandelst und diese ganzen Prägungen, der ganze Kram, der wie Schleier und Muster und Prägungen tief in unserem Unbewussten verankert ist, zu lösen. Und dann sitzt du im Kino, um es nochmal metaphorisch auszudrücken, und schaust auf eine andere Leinwand, sprich auf eine andere Lebenswirklichkeit. Macht das Sinn, ihr Lieben? Schenkt mir mal gern Daumen hoch, Herzlein, und schreibt auch gerne mal ins Kommentarfeld ein Ja, damit ich weiß, dass ich dich hier wirklich auch erreiche. Ja?
So, und jetzt darfst du ein neues Commitment mit dir eingehen. So 5 Punkte. Ich höre ab sofort auf zu jammern und fokussiere mich auf die Lebenswirklichkeit, wie ich selbst diese haben möchte. Ich höre auf sofort zu jammern und fokussiere mich auf mich und auf die Lebenswirklichkeit, wie ich selbst diese haben möchte. Ich achte künftig darauf, viel mehr auf positive Weise zu sprechen. Schau mal in deinem Umfeld. Es sind ja immer so der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen wir uns umgeben. Wie sehr wird in deinem Umfeld be- und verurteilt? Wie sehr werden da Dinge ausgesprochen, die dich nicht dorthin bringen, wo du eigentlich hin möchtest? Und dazu musst du jetzt nicht dich aus deinem Umfeld komplett lösen, sondern du darfst beginnen, nichtsdestotrotz deine eigenen Gedanken zu denken. Da gebe ich dir noch einen Tipp dazu. Wenn du dich da jetzt auf dich selbst mal, was du im Kern bist, einlässt und du hörst solche Gespräche im Umfeld, im Kollegenkreis, in der Familie, reibt dir einfach die Nase und sagt, das ist nicht meine Lebenswirklichkeit, das will ich nicht glauben. Es geht nicht darum, in Kampf zu gehen, es geht nicht darum, andere Menschen zu missionieren, sondern du darfst erstmal für dich deine Wahrheit finden, die tiefe innere Weisheit, die in dir verborgen ist, entdecken und dein Leben mal selbst in die Hand zu nehmen und zu leben, wie du es haben möchtest. Und die Menschen, die dir dann wirklich am Herzen liegen, die wirklich dann auch zu dir passen, die werden auch automatisch mit im Boot sein. Wir haben immer die Wahl, drin stecken zu bleiben. Ich habe das bei mir früher so als Schlamassel gesehen, angesehen oder bezeichnet. Oder mich da rauszuholen aus diesem Schlamassel. So, nächster Punkt. Ich achte künftig auf eine aufrechte Haltung und auf einen aufrechten Gang. Schau mal bewusst, wenn du durch die Straßen ab jetzt gehst, wie viele Menschen so durch die Gegend laufen, vielleicht ein bisschen überzogen. Achte darauf, dass du einen aufrechten Gang, eine aufrechte Haltung hast, weil allein das wird dir einfach schon helfen, weniger, ich sag's jetzt mal krass, ins Drama immer wieder reinzurutschen. Was alles nicht funktioniert, was alles schlecht ist und und. Brust raus, Bauch rein, aufrechter Gang. Ist so, so hilfreich. Und schau mal, was ich dir jetzt hier mitgebe, das sind nochmal alles Dinge, wo du überhaupt keine zusätzliche Zeit brauchst. Kannst du alles noch wunderbar in deinen Lebensalltag integrieren. Du musst dir noch nicht mal zusätzlich Zeit dafür nehmen. Du darfst es aber umsetzen, du darfst es aber machen. Weil denken tust du sowieso. Es geht jetzt nur darum, anders zu denken. So, der nächste Punkt. Ich bin bereit für das Leben, wie ich selbst es wirklich haben möchte. Das ist eine Wahl, das ist eine Entscheidung von dir. Du kannst dich jetzt dafür entscheiden oder kannst dich auch dafür entscheiden, ich mache weiter so wie bisher. Und wenn du keine Entscheidung triffst, keine bewusste, dann entscheiden weiter andere für dich. Dann ja, geht es halt weiter so wie bisher. Oder du kannst dir die Geschichte erzählen weiter. Es geht jetzt nicht, weil, 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 weil. Tausend, hunderttausende Weils gibt es da. Willst du es glauben? Und alles, was du dir bis eben noch ausgeredet hast, dass etwas nicht geht, weil, dass du dir zum Beispiel jetzt kein Mentor an deine Seite holen kannst, weil du kein Geld dazu hast, dass du jetzt nicht frei leben kannst, weil deine Kinder noch keine Ahnung was, weil dein Partner nicht mitzieht, weil, 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 weil. Das sind alles Geschichten, die wir uns erzählen, die wir glauben, das sind alles Dinge, wo wir unserem Denker erlauben, Dinge zu erzählen, die wir dann glauben und uns damit dann Dinge ausreden. Wie wäre es, wenn du jetzt beginnst, dir Dinge einzureden? Was du dir ausredest, kannst du dir auch einreden. Aber beginn doch mal, die Dinge dir einzureden, wie du es wirklich haben möchtest. Ja? Ist alles nur das Pendant dazu. Okay?
Fünfter Punkt. Ich bin bereit, wundersame Dinge geschehen zu lassen. Schau mal. Unser Körper, dein Körper. Es sind ja nicht dieser Körper, wir haben diesen Körper. Was für ein Wunder der Natur bist du in Wahrheit? Wenn du rausschaust, Blumen, Pflanzen, die Natur siehst, Tiere, was für wundersame Kreaturen gibt es da, was für wundersame Blüten. Was für ein Wunder ist diese ganze Welt hier eigentlich? Und wie sehr hast du bis eben vergessen, dass du auch ein Teil dieses Ganzen bist? Wie sehr hast du bis eben vergessen, dass du auch ein Wunder dieser Natur bist? Und jetzt nochmal zurück zu deinem wunderbaren Körper. Alle Zellen und Organe wissen zu jeder Zeit genau, was zu tun ist. Was für ein Wunder ist es, dass du Augen hast, mit denen du deine Welt rundum siehst, dass du Farben siehst. Was für Wunder ist es eigentlich auch, dass du denken kannst, dass wir denken können. Was für ein Wunder ist es, dass ich jetzt hier so meine Hände, meine Arme bewege. War alles gar nicht mal so einfach. Das war auch mal ein Entdecken. Denk an Babys zurück. Die müssen alles erstmal entdecken. Die müssen auch greifen lernen, in welchen Winkel die Tasse zum Mund gebracht werden muss, dass man dann draus trinkt und. Das mussten wir alles lernen. Das ist alles so selbstverständlich inzwischen. Aber welch wundersame Abläufe gehören dazu, dass ich den Impuls bekomme? Jetzt will ich die Tasse holen, mache das auch und weiß ganz genau, in welchem Winkel ich die an den Mund setzen muss, um zu trinken. Und dann mal ganz kurz die Klappe zu halten. Okay. So, und was lässt dich bis eben glauben, dass du in Situationen feststeckst und dir nicht deine eigene Lebenswirklichkeit erschaffen kannst? Anna schreibt mit offenen Augen. Ja, genau. Wie viel mehr kannst du ab jetzt mit offenen Augen durch die Welt gehen? Durch deine Welt. So, wie sie dir gefällt. Pippi Langstrumpf. Ich erschaffe mir meine Welt, so wie sie mir gefällt. Stell dir mal vor, jeder von uns würde sich seine Welt so erschaffen, wie sie ihm selbst gefällt. Was für eine Welt hätten wir dann? Und jetzt nochmal, mir fällt gerade dieses Osterfeuer hier gestern an. Das war ein Riesen, ich nehme an, die nennen das Osterfeuer oder keine Ahnung, ist ja auch egal. Ich habe zu meinem Mann gesagt, in Deutschland, Österreich, Schweiz wäre es wahrscheinlich das Gleiche. So ein Riesenfeuer auf offener Straße, da wäre eine Hundertschaft von Polizei, Feuerwehr, Rotkreuz und keine Ahnung, was noch alles dabei. Hier war einfach das Feuer und nichts. Polizei war mal kurz da, hat geguckt, ist dann wieder verschwunden. Hier nichts oder ist nichts passiert, weil die Menschen, für die ist das hier, was ist das normal? Das ist ihr. Die haben wahrscheinlich nicht diese Denke, wie es in Deutschland zum Beispiel ist, wenn da irgendwo ein Feuer in der Größenordnung auf einem öffentlichen Platz gemacht wird, dann kann das und das und das und das passieren. Das heißt, viele sind in dieser mentalen Ausrichtung unterwegs und dann passieren eben auch Dinge, wenn nicht dann irgendwie versucht wird, von außen einzugreifen. Wie willst du es haben? Wie willst du künftig dein Leben leben? Okay. So, jetzt gebe ich dir noch ein paar neue goldenen Regeln mit auf den Weg und würde dich gerne dazu einladen, dir die auch mitzuschreiben und dir die auch immer und immer wieder laut vorzulesen, zu sagen, bestenfalls auch aufs Handy aufzusprechen, damit du es auch noch hörst. Warum? Damit in dem süßen Kopf, den wir ja alle haben, neue synaptische Denkmuster entstehen können. Die, wie sie bis eben entstanden sind, diese Dinge, diese Muster, Prägungen, Glaubenssätze, die dich dazu verleitet haben, bis eben dir immer noch Dinge auszureden, da dürfen neue Straßen entstehen.
Und das hast du, was du bis eben denkst, zu tausende und Millionen Male gehört. Und erwarte jetzt nicht, wenn du mit diesen neuen Regeln arbeitest, dass in 3 Tagen alles anders ist oder in 3 Wochen. Du bist auf dem Weg. Du musst aber nicht die nächsten 3 Jahre damit verbringen, sondern wenn du dir Hilfe an deine Seite holst, wo man auch an die unbewussten Dinge gibt. Ich fange jetzt hier automatisch zu schnipsen, weil dann können ganz schnell Augenöffner über Augenöffner und gelöst werden und gelöst werden und gelöst werden. Ja? Okay. Und ich gebe dir die goldenen Regeln hier mit, mit denen ich einst mal vor 16, 17, 18 Jahren begonnen habe, mein Leben in eine andere Richtung zu bringen. Und ich habe einen Fehler gemacht, darf ich dir eingestehen? Ich habe viel zu lange, zu meinem Weg gehört es dazu, wenn es nicht dazu gehört hätte. Es hat auch seinen Sinn gehabt, aber du musst nicht genau den gleichen Fehler machen und es auch über viele Jahre selbst probieren, weil das Ding ist, wir können alles ändern, aber wir können keine wertvolle Lebenszeit zurückdrehen. Das ist vorbei. Und wie viel einfacher hätte ich es auch haben können, wenn ich mir viel früher erlaubt hätte, jemanden an meine Seite zu holen, der oder die dort ist, wo ich hin wollte, weil nur die hätte mir den Weg zeigen können. Ja. So, goldene Regeln. Ich schaue mir morgens im Badezimmer liebevoll in die Augen. Ich habe dich eben dazu eingeladen, dich dem Gedanken zu öffnen, was für ein wunderbares Wesen du in Wahrheit bist. Und wie wenig hast du dich bis eben dafür anerkannt, selbst mal wirklich im Spiegel angeschaut und dir das mal bewusst gemacht. Und ich würde dich auch dazu einladen, wenn du bis eben auch noch zu denjenigen gehört hast, die sich entweder gar nicht wirklich im Spiegel anschauen oder nur geschminkt anschauen, was wir Frauen ja schon mal so als ja, Gabe haben. Männer auch, aber die machen es nicht. Wie sehr schauen wir uns erst gar nicht im Spiegel an oder fangen an, wenn wir uns angucken, zu kritisieren. Da ist schon wieder ein Fältchen, die Nase ist zu klein, zu dick, die Augenbrauen passen nicht, die Haare liegen nicht und keine Ahnung was. Wie wäre es, nächster Punkt, wenn du dir als goldene Regel aufschreibst, ich richte die Aufmerksamkeit auf eine Sache, die mir gerade gefällt. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf eine Sache, die mir gerade gefällt. Nächster Punkt, dann lade ich dich dazu ein, und das ist so ungewohnt, wenn du das zum ersten Mal machst, ich weiß es noch von mir, dann schaue ich mir tief in die Augen und aktiviere meine Thymusdrüse. Die Thymusdrüse, die hockt hier. Aufgehört so zu sein, wie sie sein könnte, und die kannst du aktivieren, indem du sie noch klopfst. Einfach klopfen, das ist damit gemeint. Und dann sagst du dir, ich bin ein Geschenk für diese Welt. Ich bin ein Geschenk für diese Welt. Wenn es zu krass ist, weil das System da rebelliert, dann sagst du einfach, ich öffne mich dem Gedanken, dass ich ein Geschenk für diese Welt bin. Ja? Bestenfalls, ich bin ein Geschenk für diese Welt, wenn es noch zu krass ist, weil dein Denker, dein Verstand rebelliert. Ich öffne mich dem Gedanken, dass ich ein Geschenk für diese Welt bin. Und wenn du zu denjenigen gehörst, männliche Energie haben, dann zeige ich dir jetzt auch noch eine männliche Art und Weise, um deine Thymusdrüse zu aktivieren. Machst du so. Uga, uga. Ein Geschenk für diese Welt. Okay? Einfach machen. Nächster Punkt. Ich gehe meinen eigenen authentischen Weg. Ich gehe jetzt meinen eigenen authentischen Weg. Ich erlaube mir, meinen eigenen authentischen Weg zu gehen. Und nächster Punkt, ganz, ganz, ganz wichtig. Meine Vergangenheit definiert nicht meine Zukunft. Meine Vergangenheit definiert nicht meine Zukunft. Das, was bis eben war, ist vorbei. Selbst der Augenblick, der eben war, ist.
Öffne dich dem Gedanken, aufzuhören, in den Mustern von der Vergangenheit zu leben, wo du dein Familiensystem nachahmst, wo du in Mustern und Strukturen und Handlungen bis eben immer noch oder meiner Familie so und so war, ist das halt so. Bullshit. Du kannst neu wählen. Du kannst jetzt neu wählen. Was gestern war, ist vorbei. Jetzt neu wählen. Wo soll es hingehen? Wie will ich selbst es wirklich haben? Das ist der nächste Punkt auch in deinem Worksheet. Ich kann jederzeit neu wählen. Und nächster Punkt. Ich stehe wieder auf, wenn ich hinfalle. Das hast du ja schon gemacht. Schau mal, das hast du ja schon gemacht, als wir laufen gelernt haben. Wie oft sind wir hingefallen? Wir sind immer einmal mehr aufgestanden, als wir hingefallen sind. Hat dieses Gefühl tausendmal hinfallen wehgetan? Ja klar, wie viele Tränen haben wir geweint, aber wir haben nicht aufgegeben. Und wie sehr hast du bis eben noch gedacht, für dich funktioniert es nicht oder du musst aufgeben oder du bist dazu geneigt aufzugeben? Hey, du bist mal hierher gekommen mit einer einzigartigen Botschaft, die du hier in die Welt tragen wolltest. Du wolltest dir dein Leben nach deinem Herzen gestalten. Du wolltest deine Kreativität, dein volles Potenzial entfalten. Jetzt ist der Zeitpunkt für dich da. Also aufstehen, in die Richtung gehen, wie du es haben möchtest. Nächster Punkt, mach dir doch bitte nochmal bewusst und schreib dir das auch so auf. Ich bin unendlich kreativ und sprudle vor Ideen. Das bist du auch. Schau mal, wie kreativ warst du bis eben und hast dir in verschiedenen Bereichen in deinem Leben Situationen, sprich eine Lebenswirklichkeit erschaffen, wie du jetzt festgestellt hast oder schon länger feststellst, das ist nicht so, wie ich es gerne hätte. Beruflich, privat, gesundheitlich, finanziell, in welchen Bereichen auch immer, greift eh alles ineinander. Wie kreativ warst du? Und wie viele Ideen sind aus dir herausgesprudelt? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, dass du dir die Lebenswirklichkeit so erschaffen hast, wie du sie bis eben erschaffen hast. Ist das nicht ein Indiz dafür, wie kreativ und ideenvoll du eigentlich bist? Und wie wäre es, wenn du diese Kreativität, diese Ideen jetzt einfach nur in die andere Richtung lenkst, und zwar in die Richtung, wie du es selbst gerne haben möchtest? Was wäre, wenn es so einfach wäre? Und wie viel einfacher kannst du es dir machen, wenn du dir jemanden an deine Seite holst, der dort ist, wo du hin möchtest, der mit dir auch deine blinden Flecken durchleuchtet, damit du schneller von A nach B kommst? Damit du schneller aufhörst, auf deinem Bötchen rumzuschippern, um dir noch ein metaphorisches Bild für den Denker mit auf den Weg zu geben. Wir denken ja in Bildern auch. Und hier guckst und da was probierst und da ist das rettende Ufer. Mit einer genauen Schritt-für-Schritt-Anleitung bist du da ganz rasch. So, nächste goldene Regel. Ich bin ein Glücksmagnet. Ich bin ein Glücksmagnet und nächste goldene Regel. Ich bin eine Gewinnerin. Wenn du dir erlaubst, all das Glück, das du haben möchtest, in dein Leben zu ziehen, anzuziehen, es auch zu empfangen, zu gewinnen. All die Dinge, die dich bis eben noch haben glauben lassen, ich bin vom Pech verfolgt. Bin ich noch live? Ich kriege ja gerade die Meldung, dass ich nicht mehr live bin. Bin ich noch live? Gib mir mal bitte ein Ja, damit ich das weiß. Hallo Daniela, guten Morgen. Bin ich noch live? Schreibt es mir mal rein. Moment, warten. Schreib mir mal was rein, ob ich noch live bin, bevor ich hier weitermache und keiner sieht mich.
Ich bin auch live, Melanie. Ja, wunderbar. Sehr schön. Danke. Ich wollte jetzt schon auf anderen Wegen nochmal live gehen. Es gibt immer wieder kleine Unterbrechungen. Universum, ich brauche ja bitte stabileres Internet. Das ist sonst noch wirklich. So. Okay. Also, danke für die Info, dass ich noch live bin. Wo waren wir stehen geblieben? Bei den goldenen Regeln. Ich bin ein Glücksmagnet, ich bin eine Gewinnerin. Nächster Punkt. Ich folge ab sofort meinem Herzen und tue, was meinem Seelenplan entspricht. Erlaub dir zu entdecken, was in dir verborgen ist, diesen unsichtbaren Rucksack, den du hier mitgebracht hast, um es bildlich darzustellen, damit wir deinen Verstand, deinen Denker mit im Boot haben, damit er was greifen kann. Der will immer Dinge greifen können, der will immer was haben können. Und folge da auf deinen ersten Impuls. Der kommt immer aus deinem Herzen. Der kommt immer aus deiner Seele. Der kommt immer von deinem höheren Selbst, wie auch immer du diese Instanz nennen möchtest, von deinem unendlich wahren, großen Wesen, das du in Wahrheit bist. Und da sind wir auch bei dem nächsten Punkt. Ich vertraue mir selbst unerschütterlich. Schau mal, wenn du dir selbst nicht jetzt beginnst, unerschütterlich selbst dir zu vertrauen und zu glauben, wie soll es denn dann funktionieren, dass jemand anderes an dich glaubt? Du bist die Schöpferin, der Schöpfer deiner Lebenswirklichkeit. Also beginne unerschütterlich an dich selbst zu glauben. Welchen Grund du als unendlich großes Wesen, das du in Wahrheit bist, dass diesen Körper wie einen Anzug hat. Du bist nicht dieser Körper. Was lässt dich überhaupt auf die Idee kommen, an dir zu zweifeln, an Talenten, an Fähigkeiten zu zweifeln, an Dingen zu zweifeln, ob du etwas erreichen kannst oder ob du etwas nicht erreichen kannst? Überhaupt zu denken, dass du dich irgendwie einer Situation ausgeliefert fühlen musst, dass du dich ohnmächtig fühlen musst oder was auch immer da es an Gedanken in dir denkt. Erlaube dir jetzt zu beginnen, unerschütterlich an dich selbst zu glauben. So. Nichts und niemand ist mächtiger in deinem Leben als du selbst, es sei denn, du erlaubst es. Keine Mächte im Außen, nichts und niemand ist mächtiger in deinem Leben als du selbst, es sei denn, du erlaubst das. Schreib dir das auch so auf in der Ich-Form. Nichts und niemand ist mächtiger in meinem Leben als ich selbst, es sei denn, ich erlaube es. Niemand steht, metaphorisch gesprochen, mit der Knarre da und hält sie dir an den Kopf und sagt dir, du musst das jetzt so und so machen. Es sind immer nur interessante Wahlen, die da treffen. Okay? Nächster Punkt, auch eine der goldenen Regeln zum Bewusstmachen, ich selbst bin die Schöpferin meiner Lebenswirklichkeit. Ich selbst bin die Schöpferin meiner Lebenswirklichkeit. Ich öffne mich meinem Potenzial, erkenne meine Einzigartigkeit und nehme meine Schöpferkraft in Besitz. Der nächste Punkt in deinem Worksheet. Ich öffne mich meinem Potenzial, erkenne meine Einzigartigkeit und nehme meine Schöpferkraft in Besitz. Nächster Punkt ist, ich lebe die Fülle in mir. Das sind alles auch Glaubensmuster und Prägungen, dass wir im Mangel sind, dass du im Mangel bist. Deine Aufmerksamkeit ist bis eben nur auf Mangel, auf eine unbewusste Art und Weise, auf eine bewusste, auf eine unbewusste Art und Weise gerichtet. Schau mal, in der Natur, da gibt es keinen Mangel. Auf einem Quadratzentimeter Gras ist alles, was es braucht. Immer, immer ist alles da. Nur wir haben im Laufe der Jahrhunderte angefangen, uns ein Mangeldenken anzueignen. Und was ist daraus entstanden? Mangel im Außen. Auch wenn wir auf den Kontostand gucken, sagen wir, okay, da ist Mangel da. Aber ist das wirklich so?
Die Geldenergie, wie alles eine Form von Energie ist, ist ja auch Geld nichts anderes als eine Form von Energie. Und wie viele Energien lädst du in dein Leben ein, die überhaupt nicht förderlich für dich sind? Die dir Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen und keine Ahnung was verursachen? Und wie sehr verschließt du dich, ich spreche auch aus meinem früheren Leben, der Geldenergie, statt diese auch zu empfangen? Die ist ja da. Es gibt keinen Mangel an Geld. Die Frage ist nur, wie sehr hast du bis eben noch Geld ausgeladen, statt es einzuladen, statt zu empfangen, statt es auch zu be- und verurteilen? Wenn der Denker jetzt sagt, Mensch, muss es immer alles ums Geld gehen? Kann nicht einfach Geld einfach nur da sein? Ja, es kann einfach nur da sein. Und es ist auch einfach nur da. Es wäre auch gerne für dich einfach nur da, weil Geld dich nicht beurteilt, sondern du auf einer unbewussten Ebene hast Geld bis eben noch be- oder verurteilt. Also beginne die Fülle, die da ist, in dir zu leben, wie innen, wie außen. Und du wirst wundersame Dinge in dein Leben einladen. Und auf deine Lebenswirklichkeit, auf deine, denk an das Kino nochmal, Wand projizieren. Nächster Punkt, ich öffne mich dem Gedanken, dass ich nur das Allerbeste verdient habe. Ich öffne mich dem Gedanken, dass ich nur das Allerbeste verdient habe. Schau mal, wir kommen alle aus der gleichen Quelle. Und wie sehr hast du dir bis eben noch die Geschichte erzählt? Na, das ist ja gut für mich. Das brauche ich ja nicht. Ist ja gut für mich. Das sind Dinge, da wärst du als Kind gar nicht auf die Idee gekommen, wenn du etwas haben wolltest, wolltest du es haben. Du hast nichts be- und verurteilt, dass das zu hochwertig für dich ist. Ich erlaube mir das Allerbeste. Ich öffne mich dem Gedanken, dass ich nur das Allerbeste verdient habe. Nächster Punkt, durch mich fließt kosmische Energie von gigantischem Ausmaß und ich nutze diese kosmische Energie jetzt für ein Leben nach meinem Seelenplan und folge dem Ruf meiner Seele. Durch mich fließt kosmische Energie von gigantischem Ausmaß und ich nutze diese kosmische Energie jetzt für ein Leben nach meinem Seelenplan und folge dem Ruf meiner Seele. Deine neuen goldenen Regeln ab heute. Deine neuen goldenen Regeln, die dich mit einer zusätzlichen Unterstützung dorthin bringen, wo du wirklich hin möchtest. Und zwar, wenn du es dir erlaubst, viel schneller, als du es jetzt vielleicht noch für möglich hältst, wenn du dich denn eben auch dafür entscheidest. Wenn du dich dafür eben auch entscheidest. Es ist immer eine Wahl. Es ist immer eine Wahl. Ihr Lieben, ich höre mal nochmal. Es gibt leider immer wieder Unterbrechungen. Also ich sehe mich hier auf meinem Handy. Seltsam. Live ohne Unterbrechungen. Sorry, wenn es bei dir so ist. Dann vielleicht das Video nochmal anschauen. Oder du triffst jetzt gleich die Wahl und die Entscheidung. Und haust dir ein weiterführendes Video an, das ohne Unterbrechungen ist. Elisabeth, kannst dir noch reinschreiben, den Link irmgard-bronda.de slash Seele. Da gibt es ein brandneues Video, was ich dir aufgenommen habe. Schau dir das jetzt an. Das läuft ohne Unterbrechungen ab, weil das eine Aufzeichnung ist. Und genau, dann sehen wir uns gleich nochmal im folgenden Video. Irmgard-bronda.de slash Seele. Elisabeth, kannst dir auch reinschreiben. Ja, wie sehr kannst du dir jetzt tatsächlich ein Leben nach deinem Herzen erschaffen, wenn du beginnst, diese neuen Regeln in dein Leben zu integrieren? Wie viel mehr ist dann für dich möglich als das, was du bis eben noch für möglich gehalten hast? Und wie sehr können sich dann wirklich wundersame Dinge viel rascher innerhalb von wenigen Wochen, wenigen Monaten für dich ergeben? Es ist immer eine Wahl. Es ist immer eine Wahl. Was wäre, wenn du dir jetzt erlauben würdest,
aufzuhören, dich zu quälen. Vielleicht magst du dir auch mal die Frage stellen, welchen Vorteil hast du denn bis eben noch, dir diese Geschichten zu erzählen, dass das Leben schwer ist, dass es schwierig ist, dass du es nicht kannst und, und. Statt zu beginnen, dir die Geschichte zu erzählen, hey, jetzt, der Mai macht alles neu, nimm den Mai als Aufhänger und starte durch. Schau dir das Video an, das ich diese Woche für dich aufgenommen habe. Irmgard-Gronda.de, Hashtag Seele. Schau es dir an. Elisabeth schreibt dir oder hat den Link auch schon reingeschrieben, sehe ich gerade. Genau. So, jetzt werden wir hier mal die Sonne genießen. Ich freue mich jetzt auf den Sonntagsbrunch. Und ich freue mich auf dich. Was wählst du? Welche Wahl triffst du jetzt? Wie hättest du es gerne in der Zukunft? Wie darf dein Leben ab morgen schon ausschauen und wie viel einfacher kann es für dich sein, wenn du jetzt das wählst, eine neue Wahl triffst, die du bis eben noch nie getroffen hast und wir zum Beispiel gemeinsam durchstarten können. In diesem Sinne. Bis dahin. Danke für dein Sein. Ciao, ciao.